Für alles, was der Herr uns schenkt in seiner großen Güte, sind wir dankbar. Grausam? Ja. Hartherzig?
Sind Sie Herr Verbrechen, Madam? Das ist eine äußerst merkwürdige Frage von einem alleinstehenden Mann. Warum wollen Sie das denn wissen, Mr. Barmel? Oh, Mr. Barmel, ich werde schreien. Oh nein, das werde ich nicht. Oh doch, das werde ich. Ihr wollt fliegen. Oh nein, ihr wollt euch doch meinen Werken nur entziehen. Zum Schein in den Augen schelmisch putzt es ganz bestimmt und mich erhitzt es. Wenn die Hand man nimmt und drückt sie, bin ich sicher, das beglückt sie, hab ich recht. Nein, oh nein. Ich hab recht. Ich schrei, ja, ich schrei. Hier ist niemand in der Nähe, der uns hörte oder sähe. Wenn ich wollt verschiedene Sachen, ach, was wird mein Weibchen machen? Oh, ich schrei, ich schrei, ich schrei. Glück, ich näher ein Stück. Diese Witwe Corny ihren Amtsvorsteher zurück. Bruder, leid mir meine Schöne, sagt ihr Ohr für meine Töne. Wär dies nicht ein hübsches Plätzchen? Setzt euch auf, mein Knie, mein Schätzchen, wollt ihr nicht? Nein, oh nein! Doch, ihr wollt. Ein Buch.
von Ihnen los. Los, Mr. Sommerbell! Und schied dahin, ohne auch im geringsten daran zu denken, Name und Anschrift des Absenders zu hinterlassen. Was? Glaubst du, dass du so aussehen könntest wie dieser Gentleman da? Wenn ich Aktien wieder hätte! Warum bricht ihr darüber nicht den Kopf? Der Junge hat recht. Wenn schon, denn schon. Ach, nicht schlecht. Ja, nicht schlecht. Ausnahmsweise hattest du mal eine gute Idee, Henrik. Oh, ich danke dir, meine Liebe. Könntest du diesen Gesichtsausdruck längere Zeit beibehalten?
wohl nicht mehr bin. Armen Häusler! Mein Sir, es tut mir leid! Ich bin Mr. Noah Playboy. Ich bin Geselle hier. Und du? Bist mein Untergegner. Los, ist auf die Säge. Aber wir sind plötzlich zu faulen Fels. Ich bin der Novist, heute
Thank you.
besondere Ehre, deine Bekanntschaft zu machen. Rotzfahnen! Oh, die sind aber schön.
natürlich niemand zu so schönen Sachen kommt. Das wird sich doch sicher nicht wahr, oder? Oh ja, Mr. Beckin, wenn Sie es mir zeigen? Na, ja, Junge, ich bin schon sogar gratis. So, aber jetzt nicht alles schlafen. Morgen habt ihr wieder einen arbeitsreichen Tag vor euch. Hey, und dann? Ich wollte bei dir hin, damit man besser im Auge halten kann. Ja. Gute Nacht, Kinder! Gute Nacht! Ja, gute Nacht! Schönen Sachen hier, Junge. Hast du was gesehen? Ja, Sir. Sie gehören mir. Sie sind mein Eigentum. Sie sind alles, was ich habe, wenn ich einmal alt bin. Jederzeit, wo du auskommst, das ist Leben! Das ist Leben!
und den Rest was verhängen wir kein Strich. Davon, wenn du gar nichts hast, du wirst verlieren. Das ist Leben, das ist Leben. Keine Schüssel und auch nicht zu servieren. Das ist Leben, das ist Leben. Was du willst für dich. Und jetzt, Oliver!
viel Erfolg bei deinem ersten Arbeitstag. Ne? Also los, kommt gut heim. Ihr Volk, seid ihr fleißig. Ich sorge mich um euch. Ist ja zurück, königsreich. Also los, kommt gut heim. Die Gefahr ist groß, das weiß ich. Seht keinem auf den Leim. Kommt gut heim. Ihr Denkrenat und Federmann von uns weiß, was er schuldet. Ihr seht zurück, denn etwas mit uns ein. Thank you.
Ich habe draußen gewartet. Dieser alte Knacker kam mit Oliver zusammen heraus und nahm ihn mit sich fort. Was? Mann, wohin? Schnell, mit, jetzt! Bloomsbury Square 19. Warum hast du nicht auf ihn aufgepasst? Ich habe doch aufgepasst. Ach, was? Du bist doch sonst immer so clever. Fleming. Oder jedenfalls sagst du, dass du es bist. Oliver ist weg. Was? Fagin sieht etwas besorgt aus. Bist wohl abgeflogen, was? Aufgeflogen. Ich. Aufgeflogen. Wenn ich auffliege, dann kann etwas anderen auch passieren. Und für dich, dann kann es doch viel schlimmer ausgehen als für mich. Bin dein. Irgendjemand muss herausbekommen, was inzwischen geschehen ist. Ja. Wenn er noch nicht gequatscht hat, ist momentan nichts zu befürchten. Ja. Aber wir müssen ihn wieder erwischen. Wir schnappen ihn uns, wenn er auch nur einen Schritt aus dem Haus macht. Also, wer geht hin? Mein ganzes Leben.
Leben.